Schwager bin zum VfB gekommen, mein Schwager mehr oder weniger und durch einen guten Freund von der Familie, dem sein Vater wiederum war Betreuer bei der VfB A1 und da bei uns in der Straße alle Bayern, Köln und Gladbach-Fans waren, war ich immer schon VfB-Fan, bin damit groß geworden und war bei Liebe und Überzeugung bleiben. Also VfB-Fan bin ich geworden, ja über die Familie, da war eigentlich jeder VfB-Fan. Onkel, Tante, alles VfB-Fan. Was mir ein bisschen gestunken hat, dass mein Vater nie mit mir ins Stadion konnte, weil wir kein Geld hatten. Also bin ich immer losgegangen. So 16, 15 oder 16 war ich, weiß nicht mehr genau. War das erste Mal und infiziert, fertig. Ging nichts anders. VfB-Fan geworden bin ich durch meine Mutter. Die hat mich zum ersten Mal mit ins Stadion genommen. Und dann ging es relativ schnell, dass ich mit dem Virus angesteckt wurde. War dann ab der 5., 6. Klasse mit Klassenkameraden immer auf den Sitzplätzen in der Cannstatter Kurve. Und das erste Mal auf den Stehplätzen beim ersten Heimspiel in der Meisterschaftssaison gegen Nürnberg. Und von da an habe ich auch hier die Gelegenheit mitgenommen, ein VfB-Spiel zu machen. Ja, wie bin ich VfB-Fan geworden? 1979, das erste Mal im Stadion, mein Vater hat mich mitgenommen. Damals auf der Gegentribüne gesessen, von der Kurve fasziniert. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Und das ist mein Verein. Ne? Hier geboren, was willst du da noch dazu sagen? Also meine schönsten Momente beim VfB hatten natürlich sportliche Beweggründe. Wenn ich an die Meisterschaft 2007 zurückdenke, dann denke ich vor allem an den Geistenspieltag, an den vorletzten Spieltag in Bochum, als wir die Tabellenführung erobert haben. Aber auch Abstiegsendspiele wie in Paderborn, das Spiel haben wir noch gedreht. Das war unglaublich emotional für uns alle. Dann aber auch hatten wir geile Momente bei internationalen Auswärtsspielen, gerade auch in Osteuropa, wo dann eher der Weg auf der Landstrecke das Ziel war. Oder auch für uns große Spiele wie bei Sampdoria Genova, wo wir uns mit einer sehr respektierten Kurve aus dem Mutterland unsere Ultraskultur messen konnten. Das war einfach genial. Also der emotionalste Moment für mich war einerseits mein erstes Auswärtsspiel 2001 in Kaiserslautern, wo einfach diese Menge an Leuten am Bahnhof ankommt und diesen Betzenberg einfach stürmt. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Und dann natürlich der Nichtabstieg in Paderborn, wo man das ganze Jahr über auf die Fresse kriegt und einfach im letzten Moment nur noch jubeln kann. Mein emotionalstes Erlebnis im VfB Stuttgart, gut, da gibt es viele. Angefangen natürlich von Spielen gegen Neapel im UEFA Cup oder in Stockholm gegen Chelsea im Pokal. Auch nicht zu vergessen das Spiel gegen Manchester United hier, der Sieg 2-1. Aber viel emotionaler ist natürlich auch diese ganze Fangeschichte, die sich von Jahr zu Jahr positiv entwickelt hat hier. Und das will ich schon in den Vordergrund stellen, also absolut. Also mein geilstes Erlebnis mit dem VfB Stuttgart ist schwer zu definieren, weil ich habe eigentlich nur geile Erlebnisse mit dem VfB Stuttgart. Aber ja, was für mich besonders geil war, war die Meisterschaft 2007. Da war ich mit meinen drei Töchtern unterwegs. Das war einfach nur ein Kick, dass die auch dabei waren. Und das war auf dem Schlossplatz, weil ich habe keine Karte mehr gekriegt gegen Cottbus. Und das war die Menschenmenge, das war einfach, ja, Gänsehaut, die habe ich jetzt schon wieder. Wahnsinn. Für mich ist das Ganze einfach nur ein Konstrukt und dieses Konstrukt dient dazu, ein Produkt zu verkaufen. Und natürlich braucht man dazu etwas, ein Marketing-Gag oder was Technisches. Man hat sich überlegt, einfach dazu die Fußballbühne zu benutzen. Und für mich sind die Personen in diesem Stadion oder allgemein in diesem Konstrukt für mich beliebig austauschbar. Das ist kein Herz, keine Emotion, nichts. Es dient alleine nur dazu da, um ein Produkt, dieses Brausewasser zu verkaufen und nicht mehr. Ja, was soll ich dazu sagen? Also Red Bull Leipzig ist für mich von Grund auf erstmal überhaupt gar kein Fußballclub. Ja, also das Marketing spielt im Fußball heutzutage eine viel zu große Rolle, leider auch bei uns. Aber Red Bull Leipzig hat einzig und allein nur den Grund, ein Produkt zu promoten. Zum Thema Red Bull Leipzig halte ich generell gar nichts davor, weil es für mich ein Club ist, wo Spielzeit vom Milliardär ist, wo im Prinzip da irgendwo als Aushebel ist, wo keine Struktur schon hat. Aber nicht keine Tradition. Und wenn ich das vergleiche mit unserem Verein, wo man eine gewachsene Kurve hat, nicht eine gestandene, sondern eine gewachsene Kurve, wo man über Jahre hinweg, seit 70er Jahren, wo ich im Stadion bin, wir uns trotz widriger Verhältnisse vom Verein und so immer zusammengekauft haben.
Und jetzt auch die bombastische Kurve, aber das ist für mich ja, absolut das Beste. Und das kann Red Bull Leipzig nie. Und wenn die absteigen, dann wird die Fankultur genauso auseinanderbrechen, wie sie gekommen ist. Fußball spielt dabei auch überhaupt gar keine Rolle. Deswegen verachte ich dieses Konstrukt auch von Grund auf. Und jeder, der dieses Konstrukt unterstützt und dazu steht, der fördert das Konstrukt. Und der fordert auch die Zerstörung des Fußballs. Für die Leute habe ich deshalb einfach nur Verachtung übrig. VfB ist ein Club, der seit Jahrzehnten hier in der Region und auch über die Region hinaus präsent ist. Der ist hier verwurzelt und auch immer im Alltag bei den Leuten im Kopf. Über den VfB wird geredet, egal ob es gute oder schlechte Zeiten sind. Die Leute, die sich die Spiele von RB angucken, die will ich jetzt mal nicht als Fans bezeichnen, die kennen das Event, was ihnen geboten wird. Gerade so Dinge wie kritisches Denken, was ein Fußballfan ausmachen sollte, nicht jeden Mist zu fressen, der ihm vorgesetzt wurde, das scheint dort einfach nicht vorhanden zu sein. Deswegen ist für mich das, was den VfB von RB Leipzig unterscheidet, die Cannstatter Kurve und ihr großer Zusammenhalt. Mit diesem Zusammenhalt kann man wirklich sehr viel erreichen. Das kann man zum Beispiel an der Wappenkampagne sehen. Es war eine Idee, die wurde umgesetzt. Viele Leute wollten das Ziel erreichen und es hat geklappt. Ein Riesenunterschied von uns zu Red Bull Leipzig. Red Bull Leipzig sind für mich reine Event-Fans. Wir sind bei Wind und Wetter ins Stadion gegangen, obwohl der VfB wirklich nur Müll gespielt hat. Wir sind ins Stadion gegangen, dass wir unsere Freunde treffen. Es sind aus leichte Beziehungen, sind richtig tiefe Freundschaften entstanden, wo man sich auch außerhalb vom Stadion trifft und auch sich helfen tut und so. Das ist schon mehr wert wie alles andere. Der Unterschied ist für mich einfach die Fans und die Cannstatter Kurve. Wenn ich teilweise ins Stadion gehe und dort mit Leuten rede und kenne, die seit 40, 50 Jahren zum VfB fahren oder mit Fanclubs schwätze, mit Vertretern oder so, die seit 40 bis 50 Jahren bestehen und auch jeden Spieltag diese Emotionen spüren mit diesem VfB, der einfach für mich alles ist. Und RB, das werden die niemals erreichen. Die werden niemals auf diesen Punkt kommen. Niemals. Also was Red Bull auf die Spitze treibt, hat leider auch beim VfB Einzug gehalten. Aber worauf wir richtig stolz sein können, ist unsere Cannstatter Kurve. Wenn man sich anguckt, wie viele Fanclubs in den letzten Jahren oder in diesem Jahr vor allem ihr 40-Jähriges feiern, dann, wenn du dir anguckst, wie alt die Kultur ist, die unsere Gruppe nach Stuttgart gebracht hat, jetzt auch schon 20 Jahre, dann ist das einfach ein riesiger Unterschied. Also mir unterscheidet uns von RB Leipzig. Ich würde sagen, das ist ja wie von hier bis nach Amerika, weil die haben ja nichts, die haben ja keine Fankultur, die haben keine gute Jungs, die haben keine richtigen Fanclubs. Ich glaube, feiern kennen die auch nicht richtig. Also das ist für mich ein Fass. Ein Red Hotter Club, ja, einfach scheiße. Und wir sind gut, wir sind die Beste, wir sind geil. Wie vorher schon gesagt, ist für mich in diesem Konstrukt einfach jede Person austauschbar. Die werden niemals, niemals auf diesen Stand kommen, was eine Cannstatter Kurve erreicht hat und erreichen wird. Niemals.